So Leute, guten Morgen erstmal. Und ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und ihr seht schon oben rechts, Neymar Junior wurde geleakt. Aber was heißt geleakt? Es wurde halt jetzt quasi preisgegeben, dass der Skin wirklich reinkommen wird. Aber wenn ich mir so die ganzen Bilder angeguckt habe, sage ich ganz ehrlich, ich glaube, der Skin wird nicht schön. Wenn er wirklich so kommt, wie er gezeigt wurde, dann naja. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht natürlich um den Shop. Und natürlich nochmal sorry, dass ich gestern Abend nicht online kam, aber mein Sohn hatte ja Geburtstag, deshalb alles hat ein bisschen länger gedauert und dann um 9:30 oder so, wann wir fertig waren, hatte ich dann auch keine Lust mehr zu streamen, weil wäre einfach zu spät gewesen. So, da würde ich sagen, gehen wir auf den Shop ein. Als neuen Skin haben wir Espe mit drin, hatte ich ja auch schon geleakt, beziehungsweise euch gezeigt, dass er geleakt wurde. Finde ich selber, gehört mit zu den besten 800 V-Bucks Skins, definitiv. Oh, ich merke gerade, der Sound ist ein bisschen laut, also so, damit ihr mich auch besser hört. Also wie gesagt, ich finde persönlich einer der besten 800 V-Bucks Skins, kann man sich natürlich drum streiten, ihr wisst ja, für jeden Geschmack ist was dabei. Dann Kira ist wieder da, dann haben wir Blockbeile, dann der grüne Adler ist zurück. Okay, ja, ist okay, aber halt ein bisschen bunt in meinen Augen. Und dann Axo ist wieder drin, mit verschiedenen Stilen, also mit zwei Stilen. Den hier finde ich eigentlich recht gut, weil er ist recht dunkel. Ist eigentlich ein geiler Skin. Doch, der geht auf jeden Fall klar. So, dann natürlich noch die Rückenaccessoires. Die schöne Basketballgeschichte. Und ihr könnt euch schon denken, heute kommt was Seltenes in den Shop. Dann Prime ist wieder drin, die Axt Olotl. Keine Ahnung, wer auf so einen Namen kommt. Olotl. Und dann, oha, was ist das denn für eine Pickaxe? Lapis Lazuli, oh Gott, einfach ein Dreizack. Zu schwer auszusprechen, aber auch eine nice Pickaxe, finde ich. Und dann, Esper hatten wir ja schon. So, dann Tomatenkopf ist wieder zurück, mit Aufgaben natürlich. Und dann haben wir noch den zweiten Stil, den müsst ihr halt, wie gesagt, freischalten durch Tomaten. Fragt mich jetzt nicht, wie die Aufgabe ist, weil ich habe den Skin nicht. Von daher alles in Ordnung. Dann haben wir Axteroni. Ein bisschen an Macaroni. Und dann der Nachtroller. Also ganz ehrlich, eine davon reicht doch. Warum hier die noch? Naja. Dann haben wir extra Käse. Finde ich persönlich ein bisschen eklig. Das ist eklig. Dann hatten wir den Tomatenkopf. So, und ihr seht schon. Der ist er wieder. Dann haben wir aber erstmal Stahlhart mit drin. Und in der Skin, jetzt haltet euch fest, 834 Tage nicht im Shop gewesen. Also wenn das nicht OG ist, dann weiß ich auch nicht. So, dann ein bedrohlicher Donut, auch ewig nicht mehr da gewesen. Dann ein guter Launegang. Kleinste Geige. So entspannend, ne? Also ohne Quatsch, ich bin ja nicht so Opernmensch oder keine Ahnung. Aber wenn ihr wirklich mal drauf nur einfach zuhört. Ich finde es schön. So, dann der Schattenboxer auch wieder da. Finde ich persönlich auch ein geiles Emote. So, Stahlhart hatten wir schon. Und wie gesagt, der Skin 800 Tage nicht im Shop. Und denkt dran, wenn ihr euch was im Shop gönnt, gerne meinen Creator-Code benutzen, YT-FamilyHack. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Shop. Major Laser natürlich immer noch drin. Dann alle TikTok-Emotes. Ist es schon Wahnsinn, wie viele TikTok-Emotes wir haben, ne? So, das Horizon Zero-Paket ist auch noch drin. Achso, Horizon Zero ist jetzt kostenlos auf der PlayStation. Also, wenn ihr eine PlayStation habt, einfach ins Store gehen, runterladen und dann habt ihr das Spiel. Dann die drei Pakete sind immer noch da. Was kostenlose V-Bucks betrifft, in Rettet die Welt leider heute wieder gar nichts. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.